Hallo meine Freunde, willkommen bei Hybrid Boxing. Heute zu Gast Kickboxer Ennis. Wir werden ihn mit Boxen testen, seid dabei. Das hier ist der erste Teil vom Trainingsblock mit Ennis. Der zweite Teil kommt in den nächsten Tagen. Weißt du, was ich immer für Fehler mache? Nein, Boxsprache mache ich das aber nur. Ich bin dann immer, wenn du vorankommst, bin ich immer hier. Und dann, weißt du, du musst den Einschlag, da bin ich raus. Ah. Dann musst du nur noch einen Schlag machen und dann tust du nicht. Wie müsst ihr jetzt beim Kickbox machen? Frontal. Ja, einfach drauf. Das heißt, so gut wie nie sollt ihr Rückwärtsgang machen. Nee, Rückwärtsgang ist tödlich. Auf keinen Fall Rückwärtsgang. Tödlich im Kickboxen. Du kennst ja den Acker. Irgendwann sind dann die Seile da, weißt du? Und dann, bam, kann man zu Sprung gefühlt. Man merkt auf jeden Fall andere Dynamik als beim Kickboxen. Er ist viel flüssiger als so ein Kickboxer, die ich kenne. Weißt du? Kickboxer sind immer so steif, einfach nur nach vorne. Hm. Ja, seine Schläge kommen immer von einer anderen Richtung, weißt du? Sieht man im Video, ich habe manche Schläge gar nicht kommen sehen. Dieser Uppercut, Cross, da kam ganz gefährlich. Ah. Aber es ist viel beweglicher, wie wenn ich sonst mit Kickboxern. Ja? Ja, ja. Also man merkt das auch aufs Boxsparring gemacht. Ja, Boxen will ich halt immer meinen Kampfstil mit reinbringen, weißt du? Deswegen. Thank you.
Uff. Ich habe schon länger so ein geiles Sauber-Sparring nicht mehr gemacht. Sonst meine ich eher mit Kickboxen und Sparring zu machen, weil man kloppt sich eher mit denen. Aber jetzt technisch kann man auch sehr, sehr geile Boxsparring machen. Dankeschön, Ennis. Immer wieder gerne. Us. Also bei Kickboxen ist ja meistens. Bei Boxen, weißt du, da steckst du direkt hier drin. Ja, ja. Deswegen, du kannst dir keine halbe Sekunde erlauben, mich aufzupassen. Ich habe auch gerade so, ich sehe so Spiegel, schon habe ich 3-4 Schläge drin gehabt. Da kannst du wirklich keine Millisekunde erlauben, nicht aufmerksam zu sein. Bei Kickboxen trainieren halt eher, glaube ich, spezifisch mit 1-2 Wirkungstreffer. Ja, Explosion. Dann gehen meistens 3-5 Runden. Profiboxer haben 6, 8, 12 Runden, die müssen sich das ja viel anders, ganz anders einteilen. Safe. Ja, bei mir, ich versuche halt mehr auf meine Präzision zu achten. Weißt du, ich komme jetzt, dass ich immer, wenn ich treffe, hier den Kiefer treffe. Hast du vielleicht gemerkt, ich versuche von hier den Kiefer immer zu treffen, weißt du? Damit ich nicht so viel Kraft einbauen muss, aber trotzdem der Schlag, der Gegner den Schlag spürt. Diese Ziele noch K.O.-Punkte. Genau. Da musst du nicht mal die volle Kraft einsetzen, weißt du? Das ist einfach bam. Da reicht schon der Kopf. Ja. Falsche Stellung gehabt haben und schon sehr. Ja. Das merkst du bei Leuten, die noch nie Kampfsport gemacht haben. Ja. Einfach mal so Sparring ausprobieren. Mhm. Kriegen ganz locker einen Schlag auf den Kiefer oder so, sind weg. Ja. Wie dieser Kevin Wolter von uns Universum hin. Ja. Zweimal. Ja. Der hat vorhin nicht richtig Kampfsport gemacht. Hat dann einen Overhead bekommen, direkt weg. Also manchmal haben auch Platzkind. Aber die wissen auch nicht, wie man den Kopf anspannen muss, weißt du? Yeah. Deswegen ist ja diese Spannung auch wichtig. Auch bei Boxern. Die sehen zwar locker aus, aber die Spannung ist immer da. Yeah. Auch wenn die ein bisschen locker stehen, weißt du? Mir wurde schon immer gesagt, ich habe ein kleines Talent beim Boxen. Yeah. Aber wenn du meine Kämpfe ansiehst, ich bin immer hier am Kicken. Yeah. Ich kann mich auch ein bisschen korrigieren, weil ich will ja auch mein Boxen improven, weißt du? Voll viele Kickboxen machen auch extra ein, zwei Mal die Woche nur keine Boxeinheiten. Sehr gut. Doppel Jab,